spielt sich bei mir nicht ab. Sollte es aber. Sophia, komm. Was jetzt? Ich hoffe, das ist nicht das Schiff aus dem Titelbildschirm. Sonst haben wir gleich ein Problem. Wir haben mein Segel zusammengebunden? Dann binden wir es los. Wir haben keine Zeit, da hochzuklettern. Ich könnte es durchtrennen. Ja, geh zum Steg auf Steuerbord. Von da aus kommst du besser dran. Aber lass das Segel heilen. Was ist los? Nichts. Mach dich bereit. Wir segeln nach Lacuna. Lacuna. Wir fahren nach Lacuna. Ah, okay. Das hat ja viel gebracht. Tja, wie kommen wir denn da an? Amicia, geh auf den Steg und schau dir das Segel an. Ja, aber... Steht aus. Das kann doch mal so gehen. Tu meinem Boot nicht weh. Sie kriegt das hin. Sie ist gut. Ein Schloss. Dann fahren die ohne mich los. Dass es nicht eine Seeschlacht gibt. Hey, Matrose, wo willst du hin? Sehnt sich denn eure ganze Familie nach dem Tod? Schon gut, ich hab dich ja. Kapitel 13. Ein Meer an Versprechen. Das Meer ist so ruhig. Nur wir und der Horizont. Genieß es. Er hat das Feuer also überlebt? Ja, er hält mehr aus als das. Er hat Spanien und das Burgund überlebt. Ebenso Guyenne. Wenn auch nur knapp. Dort hat er versagt? Ja. Das einzige Mal, dass er nicht geschützt hat. Dich? Nein. Was ist mit dem Jemanden Wasser passiert? Unter dem gleichen Wappen wie ich. Oh, verstehe. Eine Erinnerung zum Vergessen. Manche Erinnerungen bleiben für immer, Mädchen. Ich weiß, die Wellenanimation. Hey, ihr zwei! Das Segel zieht nach Backbord. Helft mir mal! Sie am Seil auf der anderen Seite. Ich lass meins ein bisschen locker. Verstanden. Kommen wir runter. Geht klar. Das ist so toll. Ja, die Wellenanimationen sind nicht so toll. Bei mir ist alles gut. Arno? Bei mir auch. Gut gemacht. Schlafen hat so gut getan. Kräuter und Salben. Hugo haben sie geholfen. Ich hoffe, er fühlt sich besser. Haben sie auch dir geholfen? Ketten? Ringe? Auch einmal wieder Sophia gut. Ist ja mächtig elegant. Ketten, super Tier. Hübsches Bett. Unser Kapitän hat guten Geschmack.
Räucherwerk. Das riecht so gut. Hm. Ah, danke, die Armbrust. Das Mittelmeer. Lacuna müsste hier irgendwo sein. Hier? Oder vielleicht da? Wäre es beruhigend, dass wir die Jungen gehen lassen. Früher oder später. Tiere. Vielleicht aus Afrika? Hugo scheint damit gespielt zu haben. Deswegen hoffentlich hat er nichts kaputt gemacht. Das. Ja, Südamerika. Oh, sie hat hier unten wirklich tolle Schätze. Bücher, die sind selten. Was ist das? Aus wie wenn das bei Lust geht 3 wäre, würde ich sagen. So ein Gefianki-Buch. Das kann ja nicht sein. Sie muss viel herumgekommen sein. Und jetzt verschachert sie das Zeug vermutlich illegal. Wen kratzt's? Oh ja, die gehört Anno. Ich habe sein Schnarchen sogar noch im Sturm gehört. Wer atmet denn hier so heftig? Und wo ist Ingo? Da vorne ist Ingo. Hey Seemann! Immer noch auf Posten? Gibt's was zu melden? Vielleicht eine Insel? Noch nicht. Aber es ist so schön. So viele Farben. Und ich habe riesige Fische gesehen. Und ein Delfin. Das ist schön. Hast du Lust, Zeit mit deiner alten Schwester zu verbringen? Du bist doch nicht alt. Du, woher kennst Sophia eigentlich den Weg nach Lacuna? Sie hat hier bestimmt irgendwo Instrumente. Wir können sie auch fragen. Ja! Hallo. Hallo, die schrecklichen Geschwister des Sturms. Okay, kann ich mit dir reden? Und was ist das für ein Lenkrad? Ich glaube, da hat jemand eine Frage. Woher weißt du, wo es nach Lacuna geht? Das Meer ist so groß. Ganz einfach. Sirenen. Die kennen alle Routen. Was? Wo sind die? Kann ich sie sehen? Die sind ziemlich schüchtern. Deswegen benutze ich auch Instrumente und Karten. Ist kompliziert, aber ich bin schlau. Also? Oh, ja. Sirenen sind einfacher. Dürfen wir uns deine Instrumente mal angucken, Sophia? Klar. Aber wenn ihr sie kaputt macht, werfe ich euch über Bord. Das war kein Witz. In der Kabine? Hm, ehrlich komisch. Ja. Riecht wie die Armbrust hat uns das Leben gerettet. Ohne Joseph hätten wir es nicht geschafft. Er ist sicher froh, dass du sie hast. Ja. Ich versuche, ihr gerecht zu werden. Hey, schau mal. Wow. Ist das ein Diamant? Glaube ich nicht, aber es ist bestimmt wertvoll. Fass das lieber nicht an. Eine Karte des Mittelmeers. Die ist schön. Und praktisch. Damit erkennt Sophia, welche Insel die richtige ist. Wo sind die Instrumente, die wir uns anschauen wollten? In den Laderaum. Oh,
Gehört das alles ihr? Ich denke schon. Das dürfte dich interessieren. Oh, was ist das? Ein Astrolabium. Vater hat mir erzählt, dass man damit nach den Sternen navigieren kann. Oh, probieren wir es aus? Vielleicht nachts mal sehen. Das ist ein bisschen die hier so. Sieh mal, ein Kompass. Darf ich mal? Ja, aber vorsichtig. Er ist schwer. Die Nadel zeigt dir immer an, wo Norden ist. Sie bewegt sich mit mir. Dann hör auf, dich zu bewegen. Hier, die Insel liegt im Süden, oder? Genau, wo wir hinfahren. Darf ich damit spielen? Aber nicht kaputt machen, sonst kriegst du es mit Sophia zu tun. Kletter hoch. Alles klar. Hugo und Amicia an Deck. Ja, wir kommen. Wissen wir. Aufgepasst, Kapitän Deron befiehlt, dass wir nach Süden fahren. Hey. Es muss toll sein, ein Boot zu steuern. Man kann alle Sorgen vergessen. Komm schon, steuer du. Oh. Los, du wirst schon nirgendwo gegensegeln. Und? Unbeschreiblich. Der Ruf der See, die Freiheit. Dankeschön für all das hier. Das habe ich noch nie an dem Schiff gesehen. Danke, Anno. Ich bin eigentlich nicht nett. Wenn du Knüppel das. Oh. Er ist unmöglich, ich weiß. Da war jemand zu voll. Es gibt Gründe dafür. Wunden. Steuerer zu animieren. Soll ihn nicht entschuldigen, aber. Amicia! Oh. Die Pflicht ruft. Verzeihung. Kein Problem. Danke. Amicia, komm! Guck doch, da ist was, oder? Die Insel. Eine Insel mit zwei Bergen. Als ob. Das ist sie! Lacuna! Du bist doch eine Eisenbahn. Es ist genau wie in meinen Träumen. Dankeschön. Was dort auch ist, wir werden es finden, ja? Inselabenteurer. Ja! Der Spruch ist mir jetzt erst gekommen. Nachdem schon viermal darüber geredet wurde. Sollte ich sterben, macht das nichts. Was? Wovon redest du bitte? Der Magister Vaudor sagte mir, ich würde sterben. Nein, Hugo, vergiss das ganz schnell. Das wird nicht passieren. Bist du traurig? Ich freue mich, hier zu sein. Das Boot ist der Wahnsinn und ich mag Sophia. Und Anno, den du nicht leiden kannst. Entschuldigt. Ich störe nicht gern, doch wir bereiten uns vor, um an Land zu gehen. Ihr könnt helfen. Also, kommt einfach, wenn ihr soweit seid. Ja, klar. Ich freue mich, hier bei dir zu sein. Mit Sophia um anzulegen. Können wir bestimmt nach unten was finden. Was wir vorher noch nicht gesehen haben. Naja, ich wollte ja nur gucken. Die Armbrust können wir nicht mitnehmen.
Das war mein Black Swan. Soweit, dann kommt. Ich zuerst. Ich bleibe. Ich repariere eine Kleinigkeit und komme nach. Gut. Wir sehen uns um, solange es noch hell ist, und finden einen Unterschlupf. Klingt gut. Übrigens, hier gilt das Gesetz des Grafen. Seid nett. Ja? Sind wir. Der Graf. Der Graf. Dann wird sie bestimmt auch sehr weit Ärger geben. Und die Ratten kommen bestimmt bald nach über den Ozean. Willkommen auf Lacuna. Dies ist für dich, mein Kind. Deine Anwesenheit ehrt uns sehr. Und genießen wir, solange es noch schön ist. Wir haben wohl einen neuen König. Guter König Hugo. Ganz genau. Du musst wissen, dass in den hellen Tagen alle Kinder Könige sind. Wie der Sohn der Glutasche, der fürsorglich über unsere Insel wacht. Deine Anwesenheit ist ein Segen. Du bist die Zukunft. Genau wie er. Denn er wird uns nämlich alle von der Dunkelheit erlösen. Bitte genieß die Festlichkeit. Das ist eine schöne Geschichte. Danke. Auf Wiedersehen. Schöne Sagen. Also, so kann's weitergehen, oder? Was die Kirche wohl dazu sagen würde. Sie sind wohl erfolgreich. Betet für unseren Erfolg. Nun kommt, Eure Majestät. König Hugo, ja, so weit kommt's noch. Wie in meinem Traum, Amicia. Das ist der schönste Ort, den ich je gesehen habe. Ja, ist sehr hübsch hier. Aber jetzt müssen wir finden, was dich hierher gerufen hat. Willkommen! Diese Straße führt zum Markt. Es gibt dort viel zu sehen. Dann schnell hin, los! Ja! Hey, wartet kurz. Ich habe von diesem Traum gehört. Und, naja, ich würde gerne helfen, aber dazu muss ich wissen, wonach ihr sucht. Na gut. Also, es ist, ein bisschen seltsam. Aber, erzähl du, Rico. Ja, in meinem Traum bin ich am Strand aufgewacht. Ich war krank und hatte große Angst. Aber dann bin ich einem großen Vogel gefolgt. Ich dachte, ich sterbe. Der Vogel hat mir Wasser gezeigt, das mich gesund gemacht hat. Und da war ein großer Baum. Und dann wache ich immer auf. Gut. Also, Vogel, Baum und Wasser. Könnte überall sein, aber wohl besser als nichts. Wir können auf dem Markt fragen. Los! Na, ich weiß nicht. Oh, das ist toll! So viele Farben. Und Parfums. Amicia, fragen wir die Leute nach meinem Traum? Erzähl nicht, dass es ein Traum ist. Und frag nicht zu viele Leute. Man weiß ja nie. Brauchst du Gewürze? Später vielleicht. Wir haben von einem Teich gehört, der Leute heilen kann. Wisst ihr, wo der ist? Keine Ahnung. Aber während der hellen Tage kann man sich auf viele Arten segnen lassen. Ah, gut zu wissen. Gibt es auf der Insel einen großen Vogel? Wir haben einige hier und da. Vielleicht siehst du sie ja. Gut, danke für eure Hilfe. Gern geschehen. Kein Teich, aber vielleicht Vögel. Ja. Direkt aus dem Garten unserer Mutter. Wir können mal wieder nichts kaufen. Bestaunt meine Blumen. Perfekt für die Festlichkeiten. Saftiger Schweinebraten. Wer hat Appetit? Helle Stoffe. Perfektes Gewand für die hellen Tage. Hallo, mein Herr. Kennt ihr... Gibt es hier einen Zauberteich mit Vögeln und Bäumen?
Ich bin nicht von hier, weißt du. Ich besuche nur den Markt. Habt ihr vielleicht einen Vogel? Danke, mein Herr. Gern doch. Du bist so taktvoll, wie du groß bist. Was? Sehen wir uns weiter um. Das kann ich nicht. Fisch wird hier auch wieder verkauft. Und es gibt natürlich auch wieder Soldaten. Ja, den müssen wir hier umbringen können. Fische, großer Fisch, direkt aus dem Hafen. Dieses Jahr ist irgendwie mehr los als sonst. Ich glaube, wir haben diesmal doppelt so viele Stände. So hat das auch angefangen im Kapitel 1 Spiels. Ich krieg hier leichte Flashbacks. Köstlich salzig, der beste Schinken der Insel. Schinken. Alles klar. Dann fragen wir uns mal durch. Gute Arbeit mit den Dekorationen. Und wir brauchen noch Leute, die uns bei den Vorbereitungen für das abendliche Festmahl helfen. Willst du etwas? Guten Tag. Hallo. Wir sind neu hier und haben von einem Strand gehört. Mit einem Teich, ganz in der Nähe. Sehr speziell. Fällt euch was ein? Tut mir leid, kenne ich nicht. Ich auch nicht. Da ist auch ein großer Baum. Tja, davon haben wir viele. Oben auf dem Plateau wachsen einige. Trotzdem danke. Natürlich. Warum wissen die nicht? Träume sind Geschichten der Seele, Winzling, nicht von dieser Welt. Wir fragen weiter. Alles so paradiesisch hier. Das. Die Tänzer und Musikanten sind eingetroffen. Die Festlichkeiten werden gleich beginnen. Kommt! Komm, ich kann's kaum erwarten. Oh, Amicia, können wir auch dahin? Klar, klingt nett. Was ist mit den Soldaten des Grafen hier? Die sehen ziemlich entspannt aus. Anderer Hauptmann, andere Männer, anderes Land. Kein Grund zur Sorge. Gut. Ich hoffe, es gibt einen Drachenmann. Den würde ich auch gerne sehen. Das war nicht in meinem Traum. Aber es ist toll hier. Es ist alles so traumhaft, ja. Inseln können nette kleine Oasen sein, aber sie sind zerbrechlich. Oh, nicht so trübselig. Gesang! Sie sind da, die fangen sicher gleich an. Bitte, bleib im Rhythmus, Lucy. Keine Improvisation, ja? Ich singe für den Sohn der Glutasche und er braucht Energie. Aber nicht so viel. Also schön, aufgepasst, bald geht's los. Los, schneller. Letztes Jahr war grandios, ob sie das übertreffen können? Naja, sie haben monatelang geübt. Ich hoffe, sie kommen wieder über den Hauptplatz. Das ist der beste Teil. Wer ist denn der Sohn der Glutasche? Offenbar eine örtliche Gottheit. Auf dem Festland wird Saint-Jean gefeiert, die Sommersonnenwende. Es geht also um Fruchtbarkeit und Wohlstand. Kann er zaubern? Er ist ein Gott, ein Heidengott. Ein friedlicher? Ja. Seid ihr Seitengasse mit einer Alphawand? Tänzer! Das sehe ich. Kannst du diesen Tanz, Anno?
Sehe ich so aus? Man weiß ja nie. Ich will dich tanzen sehen. Du bist 30 Jahre zu spät, Kleiner. Dann stelle ich's mir vor. Der Marsch der Hingabe hat begonnen. Die Prozession kommt. Schnell, Amicia. Gesegnet sei der Sohn der Glutasche. Gesegnet sei die Mutter. Sie sind hier. Hallo. Hallo. Gerade rechtzeitig. Wow. Na, möchtet ihr sie vielleicht mit Blumen segnen? Einfach auf sie werfen? Genau. Also so? Preiset den Sohn. Warte, ich segne auch die Tänzer. Ihr seid alle gesegnet. Oh je. Fertig. Vielen Dank. Tut mir leid. Ach, muss es nicht. Er ist seinem Herzen gefolgt. Jetzt sind sie viele Jahre lang gesegnet. Du bist eine Wucht, Kleiner. Folg mir der Parade. Klar. Stiften wir woanders ein bisschen Chaos. Ich finde Segnen tot. Sie sind da oben. Schnell, schnell. Ganz ruhig. Wir holen sie schon ein. Gesegnet sei die Mutter. Die Mutter wird gesegnet gleich sprechen. Gesegnet sei die Mutter. Siehst du die vielen Leute? Was ist hier los? Mit mir ist durch. Wo ist sie? Sie sollte längst hier sein. Verzeiht, mein Herr. Ja. Ein Bossgegner. Nun gut. Ja. Ihr alle kennt mich. Ich bin kein Mann großer Worte. Emilie, eure Priesterin, wird bald hier sein. Sie wird die hellen Tage mit wunderbaren Worten eröffnen. Mit den Worten einer Mutter. Und sie sagt, der Mutter des Sohnes der Glutasche. Das hat nichts Gutes zu wissen. Jener Sohn, was? Der dieses heilige Land der. Vor verseuchten Ratten und Krieg bewahrt. Vor Ratten? Nein, halt! Was tust du da? Weil es der Graf ist, Amicia. Unsere Abmachung. Ruf deine Ratten. Warte, was? Das war die Abmachung? Was? Du hast mich also gerettet, damit er den Grafen für dich tötet? Ihr habt überlebt, das hat seinen Preis. Nein. So, die Man Ratten darf dieses ein Kind Paradies, nicht so für sich doch. Ausnutzen und das dann eine Abmachung nennen, Anno. Wir sind seinetwegen hier. Du wirst das nicht ruinieren. Scheiß drauf, ich brauche euch nicht. Nein! Anno! Ich wusste es. Diesmal werde ich treffen. Der Kerl gehört mir! Holt das Mädchen! Nein! Ach, da endet das Paradies. Es ist unser Kampf. Lauf! Ja. Sehr schön, ich wusste es. Schnapp sie, das Mädchen! Lauf, Figo! Aber Anno! Zur Hölle mit ihm! Es war kurz mal schön. Was ist hier los? Halt! Schnell! Da muss es wieder grausam werden. Hier lang! Sehr besser. So viel zum Paradies. Ich hätte es kommen sehen müssen. Geht, deshalb kann man anderen nicht trauen, Hugo. Nichts bleibt für uns gut. Alles wird immer schlecht. Immer. Warum? Wir gehen zurück. Es ist zu spät. Nein. Die Dinge sind nicht immer gut, aber wir können das ändern. Wie? So wie wir es immer tun. Wir kämpfen. Wir halten Anno auf, bevor Schlimmeres geschieht. Wir retten deinen Traum.